Glücklich und erfolgreich werden, indem du nur eine einzige Sache kontrollierst, ist ein ziemlich gewagtes Statement oder eine ziemlich große Aussage. Ja, verstehe ich, denke ich mir auch, aber es gibt genau eine Sache, die wir wirklich kontrollieren müssen. Und zwar das hier oben. Und ich meine nicht unser Gehirn. Ich meine ganz bewusst unseren Verstand. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nicht unseren Verstand, sondern den Verstand. Denn im Endeffekt, wir wissen ja nicht mal, was der Verstand wirklich ist. Wir müssen ja oft klar wissen, was das Gehirn ist, aber selbst das verstehen wir kein bisschen. Und wenn wir dann zur nächsten Frage kommen, naja, was ist Bewusstsein und was ist der Verstand? Da scheinen sich schon wieder die Geister und wirkliche Erklärungen haben wir dafür nicht. Und bevor wir jetzt mal tiefer weiter reingehen, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Alexander Wahler hier. Und mich fasziniert dieses Ding hier oben ungemein, denn es ist unsere größte Waffe, unser größter Verbündeter. Aber gleichzeitig unser größter Feind, denn das Ding hier oben kann unser eigenes Leben kaputt reden, unser eigenes Leben kaputt machen. Das kann dafür sorgen, dass Millionen Menschen in Kriegen sterben. Es kann dafür sorgen, dass die Menschheit sich selber zerstört. Auf der anderen Seite kann es dafür sorgen, dass wir zum Mars fliegen, dass wir Welthunger beseitigen, dass wir die größten Krankheiten der Menschheit so besiegen, indem wir ein neues Medikament erfinden. Das heißt, was zur Hölle ist das hier oben eigentlich? Der Verstand. Dieses vage Ding, was wir alle irgendwie haben und was teilweise uns kontrolliert, was teilweise wir kontrollieren. Denn, seien wir ehrlich, sind all die Gedanken, die du hast, wirklich deine Gedanken? Oder ist es einfach eine Stimme, die da oben ihr eigenes Ding macht und redet und denkst dir, warum denke ich denn jetzt sowas schon wieder? Wo kam das denn jetzt her? Es kam auf einmal wumm, aus dem Nichts ein Gedanke, wo du denkst, wow, okay. Und ich habe eine bestimmte Ansicht in Bezug auf den Verstand. Der Verstand ist unsere mächtigste Waffe, unser bester Verbündeter, unser größter Verbündeter. Wenn wir lernen, ihn zu kontrollieren und ganz bewusst, wenn wir auch lernen, uns von ihm zu distanzieren. Denn er ist meiner Erfahrung nach in nur einem Bereich wirklich wertvoll. Und zwar im Business. That's it. Im Business ist das oben, das Ding hier oben, extrem wertvoll. Wenn du Strategien ausarbeitest, wenn du Pläne ausarbeitest, wenn du die Zukunft planst, wenn du an bestimmten Projekten arbeitest, bestimmte Projekte planst, dann ist das Ding hier oben unglaublich wertvoll. Denn das wird die beste Arbeit in dem Bereich machen. Aber das macht dich ja eigentlich nur erfolgreich. Je nachdem, wie du jetzt Erfolg definieren möchtest, wenn du jetzt in deiner Karriere erfolgreich sein möchtest, finanziell erfolgreich, dann wird das Ding hier oben dir sehr, sehr gute Dienste leisten. Deshalb lernen, dementsprechend damit umzugehen in Bezug auf Mathematik, in Bezug auf Zahlen, in Bezug auf Strategie, in Bezug auf Strategieplanung, in Bezug auf Businessplanung, in Bezug auf deine Businessstrategien, was auch immer du in deiner Karriere machst. Lern, damit umzugehen in Bezug auf deine Karriere. Aber hier ist der Knackpunkt und das ist extrem wichtig. Nutz das Ding hier oben nur für deine Karriere. Gewagtes Statement, oder? Aber ich kann dir garantieren, das Ding hier oben wird dich nicht glücklich machen. Es wird nicht deine zwischenmenschlichen Probleme lösen. Es wird nicht dafür sorgen, dass du erfüllte Beziehungen hast. Es wird nicht dafür sorgen, dass du den Moment hier gerade genießt, dass du präsent bist. Es wird nicht dafür sorgen, dass du positive Emotionen spürst. Es wird in den Fällen eher dafür sorgen, dass es dich aus dem Jetzt wegzieht. Dass es Beziehungen sabotiert, weil du dir vielleicht Sorgen machst, weil du vielleicht überlegst, wie kann ich die Person manipulieren, dass ich das kriege, was ich haben möchte. Weil das Ding hier oben sich dann einschaltet und denkt, was müsste ich jetzt tun, um einen guten Eindruck zu machen? Weil das Ding hier oben dich aus deinem Körper rauszieht und dich von deinen Emotionen trennt und du noch hier oben lebst, in deinem Kopf lebst, anstatt in deinem Körper, im Jetzt und deine Emotionen spürst. Das heißt, in deiner Karriere, im Business, im finanziellen Aspekt brauchst du das Ding hier oben. Da wird das hier deine größten Probleme lösen. In zwischenmännlichen Bereichen, in deiner persönlichen Erfüllung, in Bezug auf deine Emotionen, in Bezug auf deine persönlichen Ziele, dein Privatleben, schalt das Ding hier aus. Unbedingt. Wenn es nicht Business ist, fuck the mind. Schalte es aus. Und wie machst du das? Naja, lerne es, in deinen Körper zu kommen und lerne es, das Ding hier oben zu beruhigen. Eine einfachste Methode ist natürlich meditieren. Meditieren ist nichts anderes, als auf deinen Atem zu achten und bewusst zu atmen. Atem beruhigt den Verstand. Das heißt, wenn du jetzt ein paar Stunden gearbeitet hast und das Ding hier oben ist am Rattern und du machst dir Sorgen, was übrigens auch ein perfektes Beispiel, ist auch ein Killer von persönlicher Erfüllung. Wenn das Ding hier oben die ganze Zeit am Rasen ist, obwohl objektiv betrachtet dein Leben gerade wirklich gut ist, du dir irgendwelche Sorgen machst, unsicher bist, Ängste hast,
weil das Ding hier oben sich einschaltet und sagt, aber was, wenn das wäre? Oder was, wenn das noch passiert? Und guck mal, der hat mehr als du. Dann kann dir das die schönste Lebenssituation kaputt reden. Der Verstand kann sowas. Deshalb lerne es, den in diesen Situationen zu beruhigen, in den Körper zu kommen. Klingt ein bisschen wacky spirituell, ich weiß. Nur hey, wir reden hier einfach von praktischen Dingen. Du willst erfolgreich werden? Gut. Nutz das Ding in deiner Karriere. Du willst glücklich werden? Gut. Schalt das Ding in deinem Privatleben aus. That's it. Und um das Ding auszuschalten, lerne es zu meditieren. Lerne es, deinen Atem zu nutzen und lerne es, in deinen Körper zu kommen. Und das ist recht simpel. Such näher zu anderen Menschen. Such näher zu deinen Geliebten. Hab Körperkontakt mit ihnen. Umarme. Für mich funktioniert Umarmung unglaublich gut. Wenn ich einen meiner besten Freunde umarme, ein Familienmitglied, eine gute Freundin, das bringt mich sofort aus dem Kopf in den Körper rein. Genauso wie Sport. Alles, was dich körperlich aktiv betätigt. Es gibt ein schönes Zitat von Tony Robbins. Motion creates emotion. Und je mehr du dich bewegst, desto mehr kommst du hier oben raus und bam, bist hier drin. Ich meine, wie hast du dich das letzte Mal gefühlt, als du so richtig dich ausgepowert hast nach dem Sport? Warst du irgendwie am Denken? Nein, du warst einfach vollkommen präsent, weil das Ding hier oben sich ausgeschaltet hat. Du hast schneller gehandelt, als das Ding im Endeffekt mit dem Denken hinterherkommen kann. Nutze das für deine Karriere und schalt das aus für dein Privatleben. That's it. Jetzt interessiert mich noch, wo hat dir dein Verstand schon sehr, sehr gute Dienste geleistet und wo hat dir dein Verstand auch schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er vielleicht, naja, sich unnötig Sorgen gemacht hat, unnötige Annahmen gemacht hat oder irgendwelche Dinge einfach sabotiert hat, weil dir irgendein Hirngespinst durch den Kopf ging und du dachtest, oh, so ist die Welt und dann merkst du, war doch nicht so. Schreib mir das mal in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da und lass dem Kanal ein Abo da. Damit hilfst du mir sehr, damit hilfst du anderen sehr, denn dann sehen Leute das Video sehr viel eher, dann schlägt YouTube ihnen das Video eher vor. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schreib mir doch hier eine E-Mail. Ich habe aktuell noch einen Coachingplatz frei. Ich denke, der wird bis Ende des Jahres auch noch weggehen. Meine Coachings sind immer langfristig, das heißt über 3 bis 6 Monate. Wenn der weg ist, also meine Coachings voll, dann kommst du immer auf eine Warteliste und dann wird sich meine Assistentin sobald möglich bei dir melden. So oder so, melde dich gerne. Lass dem Video einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.